Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglantum zu einem neuen Part. The Legend of Zelda. Links erwachen. Mit dem Zwergenfürst. Und heute versuchen wir gleich mal zum nächsten Dungeon zu kommen. Es muss nämlich weitergehen. Finden wir mal raus, wie wir dorthin kommen. Und wahrscheinlich werden wir erstmal den. Okay, den Handschuh haben wir ja jetzt schon. Ich meine, der Ring. Wir können jetzt Sachen anheben. Das heißt, wir kommen jetzt eventuell an manchen Stellen weiter, wo wir vorher nicht lang gekommen sind. Weil wir jetzt schwere Sachen hochheben können. Vielleicht bringt uns das jetzt voran. Okay, da müssen wir irgendwann auch nochmal hoch. Wir müssen jetzt in irgendeine Steppe. Habe ich noch in Erinnerung vom letzten Part. Letzten Part haben wir den zweiten Dungeon geschafft. Jetzt müssen wir hier erstmal versuchen zu überleben. Hier war der zweite Dungeon. Jetzt können wir doch bestimmt diese Steine hochheben. Gut, wir sterben zwischendurch mal. Da liegen wir eine Wasserleiche im Wasser. Und wie eine Wasserleiche liegt der Link rum. So. Ja, ganz genau. Steine können wir auch jetzt aufheben. Sehr gut. Dann können wir hier durch. Kommen wir hier voran. Ach, hier waren wir aber schon. Egal. Da hoch kommen wir jetzt. Das ist gut. Wir kassieren hier erstmal. Wir haben Schild mit dabei, aber egal. So, hier können wir doch jetzt Steine anheben. Können wir uns den Weg dadurch bahnen. Was haben wir hier? Du hast den Zaubermosch erhalten, wozu die wohl gut ist. Wir werden sehen. Jetzt können wir hier erstmal den Canyon des Todes. Ich bin mir nicht sicher, ob der so heißt, aber Boris Hütte, bring mir alle komischen Steine, die du findest. Komische Steine? Oh, was für ein seltsamer Energie. Schau dir das nochmal genauer an. Aha, ich schaue es mir an. Ach du Schreck. Save Point. Da wären wir also. Ich will was Interessantes zeigen. Du hast dich ein bisschen auf der Insel herumgetrieben und dich umgesehen. Das sagt mir mein Gefühl. Ich baue kleine Kammern, die von den Labyrinthen auf der Insel inspiriert sind. Wenn man die hier hineinsteckt, werden echte Labyrinthe raus. Wie das funktioniert, wer weiß das schon. Jedenfalls brauche ich deine Hilfe, um zu sehen, was man damit alles machen kann. Erzähl mir von den Labyrinthen, in denen du gewesen bist. Das inspiriert mich dazu, neue Kammern für dich zu bauen. Schon mit ein paar Kammern kannst du ein einfaches Labyrinth bauen. Je mehr Kammern du hast, desto komplexer werden sie dann. Versuche mit Kammern, du hast meine Herausforderung zu schaffen. Aber es reicht nicht, ein Labyrinth zu bauen. Du musst dich auch hindurchkämpfen. Ich bin allerdings kein Labyrinth-Architekt und auch kein Abenteurer. Das ist alles deine Zuständigkeit. Wenn du mich beeindruckst, winken dir Belohnungen. Das sollte die Arbeit doch wert sein. Du siehst aus, als hättest du meine Menge erlebt. Setz dich und erzähl mir davon. Aha. Wir erzählen ihm wohl davon. Und jetzt craftet er etwas. Du hast neue Kammern erhalten. Setze sie in ein Labyrinth ein, um zu sehen, was sie enthalten. Was möchtest du tun? Bauen, Amiibo sprechen. Abbrechen. Amiibo? Ich habe genau eins und das habe ich gerade nicht parat. Also bauen. Man kann ja also Amiibos platzieren. Grundlagen-Labyrinthbau. Ach du Schande, hier kann man sich seinen eigenen Dungeon bauen. Wenn ich das richtig sehe. Grundlagen im Labyrinthbau. Hier
Hier habe ich schon angefangen. Kannst du es zu Ende bringen? Baue eine Verbindung vom Eingang bis zur Bosskammer. Dazwischen muss ein Schatztruhe Platz finden. Hat eine Kammer einen Ausgang, muss er mit einem anderen Ausgang verbunden sein. Wo kommen wir denn sonst hin? Okay, also müssen wir jetzt Dungeons kreieren. Interessant. Hol dir mit Hilfe von A Kammern aus dem Menü. Rechts lege sie dann mit Hilfe von A auf den Feldern links ab. Oft brauchst du eine Kammer mit einer bestimmten Anordnung von Ausgängen. Also habe sie entsprechend geordnet. Blättere mit Hilfe von L und R durch die Übersicht. Aha, ein Ausgang, zwei Ausgänge. Achso, das ist alles ein Ausgang. Ach, ein Ausgang oben und unten, ein Ausgang. Sind zwei Ausgänge. Zwei Ausgänge oben und unten, zwei Ausgänge. Hier so rechts. Ah, okay, das sind jetzt zwei Ausgänge. Alle Räume, die jeweils zwei Ausgänge haben. Das sind die Räume mit drei Ausgängen. Interessant. Jetzt welche mit null Ausgängen. Ah, ne, das sind Bossräume. Aha, Bossräume. Und hier haben wir einen Ausgang. Okay. Und wo fangen wir an? Ich würde gern... Das brauchen wir später. Hier ist sowas, das können wir noch im Durchgang. Das ist ein guter Durchgang. Da zum Beispiel. So, keinen Raum zweimal benutzen. Ich glaube, den können wir hier hinlegen. Oder? Musst du mir erstmal angucken, die ganzen Räume hier. Ach, das ist so ein Schlüsselraum, der kommt hier vor den Boss. Wenn du eine Kammer mit einer Treppe einbaust, solltest du noch eine zweite Treppe platzieren, damit sie miteinander verbunden werden. Drücke Y, um zu sehen, wie von dir platzierte Treppe verbunden sind. Ein Ausgang einer Kammer kannst du zu einer verschlossenen Tür oder einem blockierten Eingang führen, je nachdem, mit welcher Kammer du ihn verbindest. Es gibt bestimmte Regeln dazu, welcher Ausgang Vorrang hat. Du wirst beim Ausprobieren sicher schnell lernen. Okay, wir bauen eine zweite Tür. Unverbundene Kammern vorhanden. Ah, okay. Ja, die Tür muss natürlich mit dem hier. Geht auch eine Treppe. Der Raum hier hat eine Treppe. Das heißt, den kann ich vielleicht hier hinsetzen. Sobald eine Kammer richtig verbunden ist, wechselt ihre Farbe von Rot zum Blau. Wenn sie nicht blau wird, drücke Y, um zu zeigen lassen, woran das Problem liegt. Unverbundene Kammern. Ja, das war die Absicht, das zu verbinden. Okay, kann ich die verbinden irgendwie? Dann kann ich überprüfen. Ich würde es gern verbinden. Wie kriege ich das jetzt hin? Die Treppe soll dahin führen. Ach so, So, jetzt haben wir hier die Geschichte und würde es aber hier verbinden. Zum Beispiel so, da gibt es noch eine Truhe und dann hier einmal um die Ecke.
Damit ist es verbunden, aber der rote Raum ist noch nicht. Ich das hier dazwischen baue und dann hier mit zwei Ausgängen. Das funktioniert so nicht ganz. Jetzt brauche ich eine Ecke hier. Nee, andersrum, hier so rum. So, wenn die Treppe jetzt hier, wenn ich jetzt die irgendwie verbinden würde, dann würde das gehen. Ich dann hier so einmal rum und dann es würde gehen. Kinderfläche auf jeden Fall. Das muss man erstmal hinkriegen, hier die richtigen Sachen zusammenzuwürfeln. Nur mal den hier wegnehmen und den auch. Dann versuchen einfach ganz schlicht nach oben zu kommen. Das versuchen wir hier ums Eck zu kommen, genau hiermit. Mit so einem Raum. Dann haben wir hier eine Tür und dann können wir hier so, und jetzt brauchen wir hier noch eine ums Eck. Die so schräg führt von unten nach links. Von unten nach links. Von unten nach links haben wir hier gar keine. So eine hätten wir hier noch. Und die ist dann dazwischen. Die bleibt dann rot. Unverbundene Ausgänge vorhanden. Ich weiß. Sein, wir kriegen hier noch das Dingens hin. Wir kriegen hier einen hin. Mit drei Ausgängen. Haben wir hier eine Verbindung. Wenn wir da noch eine gerade hinkriegen, dann brauchen wir die hier nicht. Dann haben wir hier zwar ein sehr schlichtes Dungeon, aber haben wir alle Räume mit verbunden. Dann müssen wir das noch zukriegen dort. Das ist ziemlich schlicht, aber so eine Sack, das brauchen wir jetzt hier noch. In der Truhe am besten. Sehr gut. Wenn der Startpunkt grün leuchtet, ist alles fertig. Wir gehen Zeiger auf den Startpunkt und drücken A, um den Funkelnagel neues Labyrinth zu erkunden. Während du im Kammerlabyrinth unterwegs bist, versorge ich dich mit Bomben und allem, was du brauchst. Aber danach bist du wieder wie zuvor ausgerüstet. Okay, versuchen wir es aus. Labyrinth erkunden. Es wird bestimmt grausam sein. Das Ziel beim Erkunden eines Kammerlabyrinths ist es, das Ende zu erreichen und den Endboss zu besiegen. Achte darauf, dass dir nicht die Herzen ausgehen. Wenn du ein Labyrinth vor Abschluss verlassen möchtest, kannst du es über den Startpunkt verlassen oder auf dem Kreuzsystem den Bildschirm Erkundung beenden auswählen. Okay, das ist jetzt mein eigener kreierter Dungeon. Ein Labyrinth. Ja, sehr schön. Okay, das wissen wir mittlerweile, wie es geht. Hatten wir ja schon. Gehen wir aus dem zweiten Dungeon. Wenn wir dann später noch mehr Dungeons erkundet haben, dann haben wir auch mehr Räume, die wir einsetzen können.
Momentan haben wir ja nur aus den ersten beiden Dungeons die Räume zur Verfügung. Mal schauen, ob das hier so funktioniert. Okay. Truhe öffnen, ein kleiner Schlüssel. Den haben wir nötig. Kannst jede, fast jede Tür öffnen. So. Hier rüber und darüber. Dann können wir den Schlüssel benutzen. Die Tür lässt sich nur mit einem großen Schlüssel. Warum zum Henker? Okay, dann müssen wir erstmal den großen Schlüssel finden. Hier entlang. Da ist schon das Bosszimmer dahinter. Aha, ich verstehe. Oder auch nicht. Oder ich habe einfach nur den großen Schlüssel durch den gepackt. Jetzt eine Truhe. Ein Rubin. 20 Rubine. Sehr schön. Berufs. Da fürchten sich die Berufs und hauen ab. Krafttrink erhalten. Rubin. 5 Rubine erhalten. So, mal gucken, wo es hier weitergeht. Haben wir uns hier eine Sackgasse gebaut. Kommen wir hier gar nicht weiter. Da gibt es noch eine Tür, die wir nicht erkundet haben. Gibt es eine Truhe? Die wir uns erstmal kämpfen müssen. Der Bossschlüssel. Der große Schlüssel zur Bosskammer. Okay. Was haben wir denn im Inventar? Wir haben... Bomben haben wir noch nicht im Inventar. Ja, haben wir ja auch noch nicht freigeschaltet. Zeitung. So schlecht ist der Dungeon gar nicht. Also ist schon schlecht, aber so schlecht ist er nicht. Man findet den Schlüssel. Ist ein einfacher Dungeon. Und jetzt haben wir den Kollegen hier. Müssen wir den nochmal besiegen. Ja, das werden wir wohl nicht zu häufig machen, um die Bossgegner nochmal zu besiegen. Ja, und bestimmt noch, wenn wir am Ende werden wir es nochmal ausprobieren, wenn ich alle nicht viel mehr Räume habe und so weiter, können wir das nochmal ausprobieren. Und was sich so alles für Möglichkeiten anbieten. Und ihr habt ja schon gesehen, ich hatte da schon anfangs, da schon jetzt meine Probleme mit. Wie wird das dann später, wenn ich dann 100 Räume zur Auswahl habe. Fast so ein Mario Maker Style. Sehr gut, haben wir besiegt. Again. Geschafftet. Grundlagen Labyrinthbau beendet. Das war jetzt das Tutorial. War das spannend? Manchmal hat es so ausgesehen, als wärst du mit einem Bein schon im Grab. Dafür hast du dir was aus meiner Sammlung verdient. Du hast eine Kammer erhalten. Setze sie in einem Labyrinth ein, um zu sehen, was sie enthält. Die Ruinen der Labyrinthen sind ein kleiner Bonus von mir. Du kannst sie behalten, wenn du mit dem Erkunden fertig bist. Als ich dir so zugesehen habe, ist mir glatt eine neue Herausforderung eingefallen. Sie steht jederzeit für dich bereit. Was möchtest du tun? Bauen, erkunden, Amiibo. Abbrechen. Abbrechen. Wir lassen es erstmal. Achso, macht ja nichts. Gut, wir haben erstmal zu erkunden. Wir haben jetzt erstmal... Wir wollten ja da schon hinten weitergehen. Ist jetzt hier ein Heilungs... Checkpoint oder was? Ach, Savepoint ist das gewesen. Aha. Sehr interessant. Jetzt haben wir den dann gespeichert, den wir das Labyrinth, was wir entwickelt haben. Ja, okay.
Weiter geht's. An den Schwein vorbei. Können wir die vielleicht mit einem Block abwerfen? Können wir. Sehr gut. Sie geht zu hoch. Da wollten wir eh links lang. Weitere Schweine. Ja, Schweine! Ich habe keine getötet. Gibt's Äpfel, die wir nicht pflücken können. Und hier können wir jetzt längs. Mehr Schweine. Hey, von hinten angreifen ist nicht fair. So, hier, mal kommen. Gut, ich kämpfe auch nicht unbedingt besonders fair. Aber was soll es? Hier haben wir einen Schlüssel. Wunderschlüsselloch. Was hat das nur zu bedeuten? Oh, Bomben! Bomben! Ein Bombenwerfer. Von dort kommt eine seltsame Energie. Du sollst dir das mal ansehen. Wieder ein Savepoint. Ach so, Teleportationspunkt. Wohin möchtest du? Boris Hütte. Interessant. Dann können wir uns den Weg sparen. Von Boris Hütte bis hier hinter. Interessant. Sehr interessant. Faszinierend. Mal die Teleportation erkundet heute. Hier steht der nächste Dungeon bevor, oder? Was haben wir hier vor uns? Sieht fast so aus. Aber da können wir nicht drüber. Weil da ist ein Stein im Weg. Und können wir von der anderen Seite reinschieben. So. Linker trinkt im Wasser. Interessant. Linker hat das Schwimmen noch nicht gelernt. Aha. Gut zu wissen. Dass Link noch nicht schwimmen kann. Bomben. Okay, irgendwann werden wir wohl noch schwimmen können. Wir werden irgendwann noch schwimmen lernen. Und weiter geht es noch irgendwie runter mit dem Wasserfall und so weiter. Irgendwann werden wir noch Kaskade lernen können. Kaskade und Surfer, das lernt man erst nach einer bestimmten Anzahl von Orden. Falsches Spiel. Schwein töten. So, die geht's hoch. Dann die Mauer runter. Jetzt rein. Ein Dungeon. Ein sehr kleiner. Oder vielleicht wird er noch größer, weil das jetzt die erste Kammer ist. Mal schauen. Hier geht's weiter. Aha, hier gibt's Steine zu verschieben. Tja, Satz mit X. Muss hier vielleicht da rein? Das wäre nicht schlecht. Ah, verdammt. Und nun? Wenn wir den dort verschieben, dann kommt... Verdammt. Das wollte ich nicht. Ich wollte den hier durchbrechen. Dann kann ich den vielleicht reinschieben.
sollen wir jetzt hier noch einen machen, dann können wir da Leute, da können wir da vielleicht wen reinschieben. Aber wie? Ich dachte mir, wenn ich jetzt hier noch reinmache. So. Können wir da einen Stein reinschieben. Egal, wir können ja sowieso durch. Okay, so nicht. Aber den können wir hier reinschieben. Wenn wir den jetzt bewegen, können wir vielleicht. Wir können ihn nur einmal bewegen, oder? Mist. Ja gut, das Herzteil werden wir wohl nicht kriegen. Eine Art Dungeon sind wir hier irgendwie gekommen. Ob in einem Boss-Dungeon oder einem gewöhnlichen Dungeon. Weiß ich nicht. Wir verlieren hier rapide Herzen. Das ist aber ein seltsames Objekt. Irgendwie muss das doch aus dem Weg zu räumen sein. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Wow. Hier kommen wir nach raus. Gibt es eine Schatztruhe? 50 Rubine. In einer Art Canyon sind wir hier. Ein seltsames Objekt. An die Truhe kommen wir auch gerade nicht dran. Okay, so kriegen wir es nicht besiegt. Und wir hier rausgehen. Der Sackgasse. Darüber springen ist auch zu weit. Definitiv. So, hier lang. Dann, wie kommen wir jetzt da durch? Jetzt müssen wir uns den Weg hier wieder zurückpuzzeln. Wir sind gefangen. Sekunde, wenn wir den jetzt hier verschieben, wie kommen wir dann daran? Kommen wir jetzt hier und dann sind wir aber gefangen. Wenn wir den nicht mehr verschieben können. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin hier gefangen. Und da kommen wir durch. Das heißt, wenn wir den hier verschieben, kommen wir da nicht lang. Oh, da werden wir auch noch mit Feuer attackiert. Den da lang, den dort lang. Ach, da können wir Löcher öffnen. Vielleicht können wir da was reinschieben in die Löcher. Und jetzt hier lang schieben und hier, nein, hier ist kein Loch. Ist doch ein Mist. Und da jetzt irgendeinen Stein verschieben können, ist doch ein Mist. Aber wie, aber wo, aber was, aber wann, aber. Komm hier nie wieder zurück. Das hätten wir vielleicht rüber gekonnt. Mit einem Sprung. Beim Sprung können wir irgendwo rüber. Wir haben ja noch den Sprung. Bei einem Loch können wir rüber. Ach, da wachen wir wieder auf. Ein paar Monster hier besitzen Herz. Ein Herz für links. So, Sekunde, mal hier jetzt. Und da jetzt. Verdammt. Da kommen wir jetzt rüber. Ja, sehr gut. Da
schon durch. Ach komm, scheiß Fledermaus. Da sind wir hier wieder raus. Ja, zum Glück. Haben wir uns lange aufgehalten hier. So, hier geht's gar nicht weiter. Also da drüben. Vielleicht kommen wir hier mal voran. Oha. Ist das schon wieder die Eule? Dachte ich's mir. Uhu, der Windfisch ruft sanft in seinem Ei auf dem Berg. Dem Klang der 8 Musikinstrumente der Sirenen wird er jedoch aufwachen. Du kannst die Insel verlassen, wenn du sie vor dem Ei spielst. Ach so, mein Freund. Nur so. Uhu. Okay, okay, okay. Müssen wir noch ein paar Musikinstrumente finden. Kamera, Zwerg. Oha, oha, oha. Okay. Aber wir haben hier noch nicht alle, noch nicht noch ansatzweise alle Instrumente. Wir sind jetzt hier schon am. Ach, wie viele brauchen wir denn noch? Können wir hier mal gucken. 1, 2. Aber oh, ich fürchte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Instrumente bräuchten wir noch. Ja gut, dann würde ich mal erstmal eine kleine Aufnahmepause machen und diesen Part an dieser Stelle beenden. Hier wissen wir schon, dass wir hoch zum Endpunkt, zum Windfisch. Ja, müssen wir mal schwimmen lernen, das wäre vielleicht das Beste hier. Dann würde ich mal sagen, glaube ich nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es dann hier weitergeht, heute haben wir ein bisschen den Canyon erkundet. Schauen wir mal, wo wir hier noch hinkommen. Bis dahin habt ihr noch eine angenehme, frostige Zeit. Und man sieht sich. Ciao.